Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute in der Bundesliga gegen Frankfurt und die Schlussphase ist eingeläutet. Das hier ist die Startformation für dieses Spiel und gucken wir natürlich nochmal schnell auf die Tabelle, ist ja klar. Sprich, es ist jetzt der 31. und 32. Spieltag in dieser Folge. Meister kann Bayern heute werden. Sollten wir patzen, sie gewinnen oder beide gewinnen zwei Spiele, also wir und Bayern, dann ist Bayern auch Meister, weil wir dann nichts mehr machen können. Aber ist halt so, Bayern hat eine überragende Saison gespielt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen und unterstützen. Ich will jetzt nicht lange schnacken. Wir gehen rein ins Spiel. Let's go. So. Gehen wir rein. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen im Deutsche Bank Park. Wir natürlich in den Auswärtstrikots, Frankfurt in den weißen Heimtrikots. Let's go. Oh oh. Meier. Ah, erste Chance. Meier verliert da den Ball. Der blonde Rechtsverteidiger, der ist nämlich neu, hat ein Potenzial von einer 86 zu einer 94. Ist ein Hoch. So, Lefbre. Lefbre. Immer noch Lefbre. Lefbre schießt und er macht das überragend. 1-0. Das wäre damit der Einzug in die Champions League. Und endlich trifft er mal. Also der Junge hat so viel Talent, trifft aber eher selten. Und das hat er jetzt mal gut gemacht, der junge Franzose. 1-0. Ja, Frankfurt steht halt hoch. Und dann kommt eins zum anderen. Ja, erstes Tor in 28 Partien, das meinte ich. Trifft halt immer in der Champions League oder im Pokal. Aber in der Bundesliga ist es jetzt sein erster Treffer. Wurde wirklich mal Zeit. Moreira. Moreira. Ah, sein schwacher Fuß. Trotzdem gut rausgespielt. Nächste gute Chance. Ja, Götze geht in Ruhestand. Und da sehen wir gerade nochmal eine Top-Chance von Frankfurt, aber unser Keeper hat den. Ah, Horn stark. Und Lefbre. Auf Horn. Horn trifft er denn jetzt mal? Oh, der hat so. Der hat auch eine Torflaute, der Junge. Und jetzt Gabriel gegen Luka Netz. Was macht Luka Netz denn da? Ach, gut gehalten wieder. Also haben wir nicht gut verteidigt. So, Lefbre. Oh, gutes Zuspiel auf Nelson. Wird der Eckball jetzt Frankfurt zum Verhängnis? Nein, weil Nelson nichts draus macht. Schade. Lefbre. Und da kommt Sadik. So, dann spielen wir das jetzt erstmal runter, schön in die zweite Halbzeit, führen hier mit 1-0. Das bedeutet den Einzug im Moment in die Champions League und ja, geht in Ordnung, muss man schon sagen. Ja, stark verteidigt. Wann warten wir zu lange? Das verstehe ich immer nicht, warum meine Spieler so lange immer warten. Da schon wieder. Ich habe doch schon längst diesen Schlenker gedrückt. Ah, Luque war stark. Und dann wieder so ein Fehlpass. Wir können uns da nicht befreien. Oh Gott. Oh, wird immer gefährlich.
Ja, wir können den Ball nicht. Kein Elfmeter, bitte. Außenriss. Also Frankfurt jetzt hier am Drücker. Nochmal gut gehalten. Und selbes Spiel, Eckball, wir kriegen den zweiten Ball nicht. So wie jetzt wieder Frankfurt spielt das einfach wunderbar. Ja, Eigentor, Lukeba, was macht er da? Ich habe keine Grätsche angesetzt, ja. Bitter. Kriegt aber den zweiten Ball nicht. So, Sadek. Wird seine letzte Aktion sein, abgefälscht. Der wird gleich ausgewechselt. Schöner Seitenwechsel. Oh, na jetzt eine gute Drehung. Schuss. Trapp. Hartin gibt einen Eckball. Ja. So, Asta Franks. Der kann gute Eckbälle schlagen. Ja. Guardiol. Der hat einen Hammer aus der Distanz. Das wissen wir. Oh, gutes Zuspiel, kein Abseits. Anrade probiert. Schade. Luka Net. War das ein Foul? Ja. Gibt hier nochmal einen Freistoß, kurz vor Ende. Ab jetzt auch natürlich ungecuttet, die letzten 3 Minuten. Ja, gibt es hier nochmal einen Konter. Ah, aber guck mal, das meine ich. Wie lange braucht Cherki für diesen Sprint? Also... Und dann verdatten wir den zweiten Ball. Und das ist die Chance für Frankfurt, aber wieder überragend gehalten. Uiuiui, also da haben wir wirklich einen sehr, sehr talentierten Torwart. Und der hat den auch. Wunderbar. Machen wir das schnell. Nee. 1-1. Also Einzug in den Champions League noch nicht geglückt. Und das Eigentor, ja, kostet uns letztendlich den Sieg. So, jetzt geht's gegen Schalke. Den Einzug in die Champions League haben wir nicht gepackt. Es ist sogar noch enger ein bisschen geworden. Ja, es sind jetzt nur noch 3 Punkte auf Leipzig und 5 auf Dortmund. Sprich, wir könnten sogar noch Vierter werden. Aber Frankfurt kann uns, glaube ich, nicht mehr einholen, ne? Doch, können sie, stimmt. Also, Einzug haben wir damit verpasst. Könnte jetzt gegen Schalke sich alles ändern. Startformation wird diese sein. Es bleibt unverändert. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Let's go. So. So, gehen wir rein. Wir natürlich wieder in gewohnt grün. Schalke in Königsblau. War das nicht Abseits? Also natürlich, geiles Tor, es zählt auch. Fallrückzieher, sieht man auch nicht alle Tage. Aber war das nicht Abseits? Bin ich fast der Meinung. Also, na, man kann das jetzt... Nee, weil keiner mehr rankommt, deswegen. Es berührt einfach keiner den Ball. Ja, geiles Tor. Kann man nicht anders sagen. 1-0 für Schalke, weil keiner den Ball berührt. Läuft. So, Nelson. Auf Sebastian Horn. Der ist halt noch nicht... Ist nicht seine Saison von Horn. Zu wenig Tore. Ja... So, jetzt vielleicht mal Moreira, überragend gespielt. Sebastian Horn, kaum sage ich, ist es das 1-1. Und Sebastian Horn trifft. Direkt der Ausgleich, perfekt. Wichtig. Da, Asta Franks leitet ein. Moreira mit einem Superball. Und Horn beendet seine Torflaute, auch wichtig für ihn. Oh,
gutes Zuspiel da, Leafbrey. Oh, gar nicht so schlecht der Versuch. Also wirklich nicht schlecht. Aber letztendlich dann doch ein bisschen zu harmlos, ne? Muss man schon sagen. Trotzdem, gute Möglichkeit. War das nicht im Aus? War das nicht aus gerade der Ball? Und ich bekomme nur Keber nicht. Oh Mann. Eckball. Ah! Oh Gott! Was war das denn? Also, dann überhaupt nicht aufgepasst in der Abwehr. So, Aster Franks wieder auf Nelson. Schalke hoch aufgerückt. Nelson macht er seinen Leafbrey. Spitzer Winkel. Ah, nee. Schade. Nochmal ein guter Versuch. Nicht so spielen darf. Horn bietet sich, bietet da die Räume. Ah, kann den Ball aber nicht perfekt kontrollieren. Horn, kann er den Ball festmachen, Aster Franks. Und Sadik, Distanzschuss, ja. Bleibt hier erstmal beim 1-1. Ist im groben Durchschnitt ein verdientes Unentschieden von beiden Mannschaften. Ja. Scalvini hebt das Abseits wieder nicht auf. Oh, und das ist die Latte und das ist der Nachschuss und das ist das 2-1 für Schalke. Jo. Also, da, Scalvini hebt das Abseits nicht auf. Und das wäre Abseits gewesen. Ah, was machen wir da in der Abwehr? Gut. Gute Aktion, Ball ist raus. Sadik. Ah. Aster Franks versucht es da auch nochmal. Schalke jetzt nochmal. Na, gut gehalten. Hat kein Anspiel. Jetzt vielleicht mal Meier mit der Flanke. Leafbrey kommt da nicht hin, aber... Oh mein Gott, Andrade hätte er machen müssen. Das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Sadek auf Wimmer. Schließt ab. Aber drüber. Also Meier gewinnt da schon die zweiten Bälle ganz, ganz oft. So Musa probiert es. Ja. Oh, gutes Zuspiel, aber... Ja. Also man merkt jetzt schon, dass ein bisschen mehr Qualität auf dem Platz ist. Andrade zum Beispiel. Nächstes Beispiel. Oh, Pfosten. Aber wir machen halt zu wenig gerade draus. Das ist unser Kernproblem. Und scheint hart der Klappen, aber im Moment sind die Zuspieler einfach zu. Selbst vielleicht mal. Sadik! Oh, wieder die Latte, was ist das? Das kann ich mir jetzt wirklich nicht erklären. Also Doppel-Aluminio-Treffer. Oh Mann, was macht Scalvini da? Er ist gut abgefangen. Oh Gott. Das wäre nochmal die Chance gewesen. Und dann gewinnt hier Schalke sehr, sehr überraschend. Weil wir keine Chancen machen. Also wir machen... Ah, wieder falsch geklärt in die falschen Füße. Und ob jetzt 2-1 oder 3-1 wir verlieren, das ist jetzt auch egal. Also, ja. Nicht verdient. Das ist eine unverdiente Niederlage, muss man so einfach so sagen. Aber wir haben die Chancen nicht genutzt. Schalke, ja, mit hier einem... glücklichen Sieg. 3-1, viel zu hoch. Aber so ist Fußball halt. So, das war's dann wieder mit dieser Folge. Konnten immer noch die Champions League jetzt nicht safe machen. Erstmal geht der Glückwunsch natürlich an München. Die sind verdient Meister geworden. Haben jetzt auch beide Spiele gewonnen. Wir jetzt eins unentschieden, jetzt eins verloren, überraschend. Also konnten diese Folge nicht gewinnen. Ja, und das wird spannend. Wir spielen nämlich
Morgen dann gegen Leipzig. Das ist quasi Zweiter gegen Vierter. Sollte Leipzig gewinnen, überholen sie uns sogar. Und dann sind wir Vierter. Naja, ob wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden, ist letztendlich auch egal. Wir sind in der Champions League, aber natürlich gibt es ja noch Geld, ne? Also Transfergeld, TV-Einnahmen. Und ja, Köln ist abgestiegen. Und für Mainz sieht es jetzt auch nicht rosig aus. Die besten Chancen hat Stuttgart, Bielefeld wahrscheinlich den Relegationsplatz und Union Berlin, ja, besseres Torverhältnis. Ja, wobei Mainz kann nur noch Relegationsplatz, sehe ich gerade. Stimmt, also Mainz ist eigentlich, oh, für die sieht es ganz eng aus. Genau, gehen wir dann aber, gucken wir das morgen, wie sich die Spiele entwickeln, dann morgen die Entscheidung, ob wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.